Füßen. Ja, heute seht ihr mich mal wieder nicht, sondern nur meine Finger. Und zwar geht es um dieses Nageldesign. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal einfach was Winterliches und ja, das kam eben dabei raus. Also, ich habe jetzt schon mal angefangen, meine gesamten Nägel in diesem Blau lackiert. Das ist halt so ein schönes Babyblau von P2. Und zwar in dieser Volume Gloss, von dieser Volume Gloss Reihe. Und das ist jetzt die 100 Heavenly Girl. Ihr könnt ja auch das haben, was ihr zu Hause habt. Das nehmen, was ihr zu Hause habt. Dann brauchen wir noch einen grünen Lack. In dem Fall ist es jetzt einer von Essence in so einem knalligen Grün. Und das ist eben die 138 LOL. Ich zeige euch jetzt die Aufschrift nicht, weil ich denke mal, dass man das jetzt nicht so gut erkennen wird. Und als letztes brauchen wir dann eben noch diesen Schneeflockentopper. Der ist jetzt von der Marke Yes Love. Ich weiß nicht, wo man die bekommen kann. Ich habe hier einen Laden in der Nähe, wo es diese Nagellacke gibt. Aber wo man die sonst noch herbekommt, weiß ich leider nicht. Soweit ich weiß, ist es auf jeden Fall eine Marke aus London. Ja, also diese drei Sachen brauchen wir. Könnt ihr auch so einen ähnlichen nehmen, falls ihr sowas... Falls ihr den jetzt nicht habt, was ich mal eher vermute. Und dann geht es jetzt auch los. Also natürlich den blauen Nagellack erstmal gut durchtrocknen lassen. Und dann geht es weiter mit dem grünen Lack. Und dann nehmt ihr euch jetzt einfach, also streift das auf einer Seite ab, damit da nicht so viel dran ist. Und am besten nochmal ein bisschen in die Flasche reintropfen lassen. Und dann habe ich das jetzt so gemacht, dass ich außen einen Strich nach unten gezogen habe, so von der Mitte ungefähr fast. Dann in der Mitte noch einen, der ein bisschen tiefer liegt. Und an der Seite wieder einen, der wieder ein bisschen höher ist. Und dann haben wir so ein leichtes, ja, also ich habe da einfach an Gras gedacht. Ich versuche mal, euch ein bisschen ranzuzoomen. Ja, und so fahren wir jetzt eben mit den gesamten Nägeln fort. Also an der Seite einen etwas längeren, dann in der Mitte einen kürzeren und an der anderen Seite wieder einen etwas längeren. Es muss ja auch gar nicht gleichmäßig sein oder so genau sein. Das ist ja auch der Rasen in der Natur nicht, deswegen. Und eben an jedem Nagel dasselbe. Dass es halt so ein bisschen die Optik von Wiese hat. Huch, jetzt habe ich mir da meinen Finger an der Seite angemalt. Aber das ist ja auch gar nicht so schlimm. Das können wir ja dann wieder wegmachen, wenn es dann, ja, wenn wir damit fertig sind. Ich zoome euch mal wieder ein bisschen raus, weil ich habe die Befürchtung, dass es sonst wieder so unscharf wird. Und beim Daumen eben genau dasselbe. Wieder an der Seite einen etwas längeren Strich. In der Mitte einen kürzeren. Und an der anderen Seite wieder einen etwas längeren. So, dann sieht es ungefähr so aus. Und dann müssen wir das natürlich wieder gut trocknen lassen. Also ich würde jetzt mal sagen, dass das Nageldesign wirklich eigentlich für jeden zu schaffen ist. Das ist jetzt, ich weiß, das sage ich bei jedem Nageldesign, aber irgendwie finde ich, das ist wirklich nicht schwer. Also das ist jetzt wirklich was Einfaches, würde ich mal behaupten. Ja, dann lassen wir es gut trocknen und sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, die Nägel sind jetzt getrocknet. Einigermaßen. Ich meine, die sind jetzt auch nicht tipptopp durchgetrocknet. Ich bin da auch eine Ungeduldige und ja. Aber da es jetzt nur ein Überlack ist, gut. Also es ist schon so trocken, dass man jetzt was drauf tun kann. Deswegen nehmen wir jetzt den schönen Schneeflockenlack und ja, lackieren dann eben die Nägel damit über. Am besten so, dass halt auch ein paar Glitzerflöckchen hängen bleiben. Und das machen wir dann wieder bei den ganzen Nägeln natürlich. Ich hoffe, ihr könnt es auch sehen. Einigermaßen. Da waren jetzt ein bisschen viele.
Ja, und nicht zu oft drüber gehen, weil sonst kann es passieren, dass ihr euch die Farbe darunter wieder wegwischt. Aber das wisst ihr bestimmt. Ich gehe zwar auch schon öfters rüber, aber ja, man muss halt aufpassen, dass man wirklich nicht zu oft drüber streicht. Und am besten auch nur leicht den Nagel berühren. Ich versuche das immer relativ leicht zu machen, damit es nicht so, ja, damit der Pinsel da nicht so aufdrückt, weil man sonst sich eben die Farbe darunter wieder runterholt. Das ist natürlich nicht so schön. So. Und so schnell geht das Nageldesign. Also jetzt ist es schon fertig, wie ihr sehen könnt. Ja, das war's schon. Also jetzt einfach wieder gut durchtrocknen lassen und dann war's das. Ich würde jetzt euch empfehlen, auch keinen weiteren Topcoat drüber zu machen. Einfach weil das jetzt ja schon drei Schichten sind. Zumindest an der vorderen Stelle des Nagels. Und ja, wenn da zu viele Schichten drauf sind, dann dauert das Trocknen viel länger. Und außerdem können dann halt diese kleinen Luftbläschen entstehen, was dann auch nicht mehr so schön aussieht. Deswegen würde ich das jetzt einfach so trocknen lassen. Und dann ist das Nageldesign auch schon fertig. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ja, wenn ihr das vielleicht mal nachmacht, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir per Instagram ein Bild davon schickt. Und zwar ja, macht ihr dann einfach ein Bild und setzt den Hashtag, weiß ich nicht, ja, wie könnte der heißen? Nattys Nail Design oder sowas. Und ja, verlinkt mich, dann sehe ich das Bild und dann würde ich mich echt freuen drüber. Ja, der Link zu meinem Instagram ist übrigens in der Infobox, falls es euch interessiert. Ja. Okay, also ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr wieder nächstes Mal dabei seid und einschaltet, meine Süßen. Bis dann erstmal. Tschüssi. So, und wer jetzt noch dran ist, der kann diesen schönen Nagellack auch noch gewinnen. Und zwar ist es ganz einfach, wenn ihr den gewinnen wollt, dann schreibt mir einfach in die Kommentare, dass ihr gewinnen möchtet. Und schon nehmt ihr an der Verlosung teil. Wenn ihr unter 18 seid, dann brauche ich natürlich, falls ihr gewonnen habt, noch die Einverständniserklärung eurer Eltern. Und ja, das war's eigentlich. Die Verlosung, die wird dann einfach bis zum 31.12. gehen. Und dann werde ich den Gewinner bekannt geben mit einem Video. Also per Video werde ich dann den Gewinner bekannt geben. Ja, und natürlich ist das ja jetzt mein benutztes Exemplar. Ich werde der oder dem Gewinner dann natürlich auch noch einen, also einen neuen davon holen. Ja, also ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und ja, bedanke mich fürs Zuschauen und sag erstmal bis dann, bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Ciao!